Bombenstimmung herrschte am Freitagnachmittag bei den Kindern in Edewecht. Grund dafür war das Kinderfest. Auf dem Sportplatz zwischen der Astrid-Lindgren-Schule und der Edewechter Grundschule gab es ein vielfältiges Angebot an Spielen und Mitmachaktionen. Wir versuchen, das ist ja das 6. Edewechter Kinderfest, was es gibt, rund um Bewegung den Kindern viel zu bieten, aber auch noch spielerisch etwas lernen. Das heißt, es gibt ein Wikingerzelt, es gibt viele Hüpfburgen, es gibt die Möglichkeit, mit Pfeil und Bogen zu schießen, es besteht die Möglichkeit, einen Internetführerschein zu machen, es gibt ein Spielemobil der Johanniter, darüber hinaus Kastenklettern und. Mir gefällt es hier sehr gut. Wir waren schon auf den Hüpfburgen hier. Dann haben wir beim Wettbewerb mitgemacht. Und sonst, ja, ist hier sehr gut. Ich war gerade auf der Hüpfburg und mir gefällt das hier. Und da waren wir gerade da vorne bei dem Kletter im Teil da. Und da bin ich immer hochgeklettert. Und dann immer runter wieder und ja. Wir haben uns angelassen, so malt. Wir haben uns gemalt. Ich finde das hier ganz gut, weil hier so Hüpfburg sind und so. Nicht nur die kleinen Besucher kamen auf ihre Kosten. Auch für die Eltern gab es interessante Infostände, zum Beispiel über Drogenprävention und den sicheren Umgang des Kindes mit dem Internet. Wir sind hier von der Rose 12 in Bad Zwischenahn, um auch Eltern von Kindern und nicht erst Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Kontakt zu uns aufzunehmen, uns kennenzulernen, mal unser Gesicht zu erleben. Wichtig ist uns auch, diese Eltern zu erreichen, weil wir wissen, wenn Kinder früh persönlichkeitsstark erzogen werden, dann müssen sie später nicht zu Drogen greifen. Und wir sind natürlich auch in der Prävention tätig und deshalb eben auch hier, um die Eltern zu erreichen und zur Verfügung zu stehen für Fragen. Highlight des Festes war der Auftritt der Kinderrockband Blindfische, der von vielen schon sehnlichst erwartet worden war. Mach mal diesen hier auf 2 und 4. Hey ihr, mach mal diesen hier auf 2 und 4. Klasse. Das Kinderfest in Edewecht bot viel Programm, sodass eigentlich jeder anschließend zufrieden nach Hause gehen konnte.